Dieses elende Kaff ödet mich so sehr an. Nie passiert was. Keine Partys, kein Rock'n'Roll. Wenigstens gibt's diese Spelunke unten am Fluss. Sonst kämen meine Hüften nie in Schwung. Da hast du sowas von recht, Kleines. Da draußen wartet so eine große Welt auf uns und wir verpassen sie. Aber wo können wir hin, Billy? Diese Stadt ist eine Einbahnstraße für wilde Träumer wie dich und mich. Es macht mich wahnsinnig! Ihr braucht eine neue Perspektive. Ganz genau. Einen Sinn im Leben. Absolut. Habt ihr jemals über Heimatschutz nachgedacht? Heimat was? Wach auf, Romeo. Es gibt eine halbe Million Kommis, die nichts lieber täten, als dir deinen College-Pullover vom Leib zu reißen. Echt jetzt? Hier habt ihr einen Flyer. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst, um euren kleinen Teil des Landes vor der kommunistischen Invasion zu schützen. Vielen Dank, Alterchen. Absolut. Wow. Das war mal ein echter Amerikaner. Ein richtiger amerikanischer Traumkerl. Miau. Das waren alle. Ich habe jedem Halbstarken einen Flyer in die Hand gedrückt. Und unser kleiner Filmstreifen? Zurückgespult und bereit. Der picklige Filmvorführer hat nichts gemerkt. Die Kids werden überrascht sein, wenn sich Dick und Doof ganz plötzlich in zwei Kommunistenmörder verwandeln. Gute Arbeit, Agent. Und gerade rechtzeitig. Wir sollten längst in Santa Modesta sein. Halte nicht an gelben Ampeln, verstanden? Klar und deutlich. Klang, als hätte unser Herr Geheimagent Befehle von dem mit der Brille erhalten. Soll ich sie in die Luft jagen? Danke, Crypto, aber ich habe eine bessere Idee. Siehst du den Platz bei diesem großen Bildschirm? Die Menschen fahren mit ihren Kohlenstoffverbrennungstransportern dorthin, um nur zur Unterhaltung projizierte Bilder zu betrachten. Klingt total sinnvoll. Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen ins Aus. Vielleicht sollten wir auf Bio umsteigen. Momentchen, das ist doch Hippie-Gerede. Oh ja, ich könnte ein Porträt von Präsident Hoffman häkeln. Darüber würde er sich bestimmt freuen. Moment mal. Die Häuser hier sehen alle gleich aus. In welchem wohne ich nochmal? Ich weiß, was ihr denkt, Ladies. Und ja, ich bin Single. Ohne mich bist du nichts. Vergiss das nicht. Okay, ich brauche eine Pause. Diese Kuh sieht langsam viel zu lecker aus. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, auf elektronischem Weg das Anschauen von schmutzigen Fotografien leichter zu machen. Ich sage voraus, dass es in der fernen Zukunft von 1975 wahr werden wird. Man wird es den Discotron nennen und er wird die Menschheit verändern. Mein Kopf! Ich habe gestern geheiratet und bin jetzt schon in der verflixten siebten Minute und könnte mal ein bisschen Freigang gebrauchen, Baby. Ja, ja! Ah, lass mein... Ich hoffe, Lenny weiß, was er mit diesen Mäusen und Menschen tut. Es tut weh. Kopf! Ausgezeichnet! Ich habe einen Spezialfilm vorbereitet, den das Publikum sicher lieben wird. Sei so gut, hol ihn ab.
Ich bin dran. Lehnt euch zurück und genießt das folgende Bildungsprogramm des Furonen-Imperiums. Mach die Augen auf. Vielleicht klicke ich. Hat dir mal jemand gesagt, dass du wie die Menschen versuchen immer noch den Film zu stoppen. Wenn du sie nicht aufhältst, waren unsere Bemühungen vergebens. Und ich mag dieses Vergebens einfach nicht. Vorsicht! Dieser Bulle macht dich platt! Ratte, was? Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? Oh.